Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Wir sind in Lochmuir und du hattest mich in der letzten Folge gefragt, das Wappen welches Königs diese Lilien denn sei. Ja. Und ich habe gesagt, des Königs, den wir angeblich getötet hätten. Ja, Foltest von Redanien, wenn ich Und du mich hast es nicht dann aber irre. nicht aufgelöst. Ja, Hatte ich recht? ich weiß es nicht. Also ich habe dich ja gefragt. Ich dachte, du wolltest dich vorführen. Nein, ich stelle keine Fragen, wo ich die Antwort kenne. Außer es könnte interessant sein für die Zuschauer. Oder mich dumm dastehen zu lassen. Ja, kann ja auch interessant sein, dich auszulachen. Das stimmt. Sie konnten Philippa gerade noch knebeln. Fast hätte sie einen Zauber ausgesprochen. Jetzt sitzt sie speziell gefesselt im redanischen Kerker. Radovid hat recht, wenn er mit den Hexen nicht lange fackelt. Möchte wissen, was sie mit ihr machen. Entweder kümmert der Henker sich um sie oder die Ungeheuer. Im unterirdischen Teil von Lochmuin soll es von Scheußlichkeiten nur so wimmeln. Ich weiß nicht, warum sie sie eingesperrt haben. Naja, Zauberinnen haben ja immer was auf dem Kerbholz. Allerdings, der weint keiner nach. Im Kerker ist Philippa Eilhard gut aufgehoben. Besser wäre nur noch der Galgen. Wenn sie sie töten, kannst du Saskias Heilung vergessen. Der Kerker wird bewacht wie die Kaiserloge. Da haben wir keine Chance. Die Kaiserloge ist einerlei, aber in den Kerker müssen wir rein. Dann geh durch die Kanalisation. Ich suche Philippas Haus. Wenn sie nicht mit der Verhaftung gerechnet hat, finde ich vielleicht was Interessantes. Aber es waren ja wirklich redanische Soldaten. Das stimmt. Die werden wohl kaum das Banner eines fremden Königs hissen. Richtig. Oder und sie hatten sie auch auf der Brust. Ja. Man kann auch schneller in den Kerker kommen als durch die Kanalisation. Sie müssten mich verhaften. Dann bist du unbewaffnet und gefesselt. Aber vermutlich bei Philippa. Ich komme schon zurecht. Ich habe keine Zeit, in den Tunneln herumzuirren. Dann los. Du könntest Philippas Bleibe filzen, während ich zu ihr gehe. Du hast recht, wir sollten ihre Sachen auch diesmal durchsuchen. War fail. Ja, wie machen wir es? Ich will nicht schon wieder im Kerker sein. Nicht. Aber ich denke, wir werden eh entdeckt. Ja, können wir ja auch mal. Och. Das kam unerwartet. Da willst du mal die Karte rausholen. Und dann sowas. Wer hat eure Mutter nicht geboren? Ja, ich glaube, wir erkunden mal die Stadt. Bevor Ruinen wir jetzt irgendwas machen. Das Medaillon schlägt aus. Oder wir sind hier schon richtig. Aber. Huch, ein Golem. Hey. Ah, der hellste ist er nicht. Ja, das ist bestimmt ein großes Monster, da haben wir auch 25 Ich würde ihn auch als großes Monster klassifizieren, ja. Weil man sieht, vielleicht sind ja Gargoyles auch große Monster. Ja, dann haben wir ja 50% geschafft. Oder sogar noch mehr, wenn das nicht addiert wird, sondern dann 25% dazu und dann nochmal 25% von den dann 125%. Explodiert nicht, er zerstrahlt mehr. Ja, da mussten wir aber aufpassen wegen unserem Leben. Das war knapp. Was haben wir denn hier? Na, speichern wir mal, bevor das hier noch eine Falle ist. Funkel, Funkel. Ist natürlich enttäuschend, dass man das nicht aufmachen kann. So, und jetzt hier noch und dann müsst ihr die Truhe aufgeben und dann ist was Tolles drin.
Ja, absolut toll. Ah, das Zeichen leuchtet so stark. Ja, ja. Vielleicht. Ach, aber alle. Vielleicht geht sie jetzt einfach auf. Guck mal, hinter der Truhe ist auch noch so eine. Da kann man nichts mitmachen. Nein. Vielleicht muss man. Sind das diese Zeichen? Nein. Okay. Dann hätte ich jetzt auch keine Idee. Bestimmt eine richtige Reihenfolge. Können wir es jetzt wieder aktivieren? Nee. Dann deaktivieren wir alle. Was macht denn die Genius-Trophäe? Wir haben eine Genius-Trophäe aufgenommen. Wo? Eben gerade. Da war sie schon. Ach, die können wir ausrüsten. Okay, ist aber nicht so toll. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie viel diese Zeichenintensität bringen würde, aber... Und das ist die. Wir müssen die richtige Reihenfolge machen. Wir haben ja eben so einen Schlag abbekommen. Richtig. Gut, ich kann da jetzt aber auch nicht irgendwie zeichnen. So, das sind 4 Striche. Das 3. ist einer. Ach so, du meinst so durchgehen, ne? Ja, ja. Sind da auch 4. Ja. Das sind 3. Sind der eine vielleicht irgendwie anders? Ich würde einfach mal hier anfangen. Das war zuletzt mal, weil es die meisten Striche sind. Das da sieht eher wie 4 aus. Wechseln wir mal die Reihenfolge der 2 da hinten an der Wand. Und wenn das dann nicht klappt, dann weiß ich es auch nicht. Er ist noch ein bisschen kryptisch, weil man es irgendwie so gar nicht herleiten kann. Na doch, nur ein bisschen denken. Ist es vielleicht so, dass es mit der Anzahl der langen Striche irgendwas zu tun hat? Vielleicht ist das eine 4. Sieht zumindest so aus. Das hier sieht nicht aus wie irgendeine Zahl. Es könnte eine 1 sein. Das ist eine 2. Das ist eine. Eher das eine 2. Dann würde ich das als 3 deuten. Das war die 4. Ach, ich dachte echt, das wär's. Ja, geh hier aus dem Loch raus. Ja, wir werden aber wiederkommen. Ich komme wieder. Ach. Ist auch praktisch, dass man gerade hier, wo die Gargoyles dann auftauchen, ein Anti-Gargoyles-Schwert laufen hier noch rum. Hätte zu viele gegeben. Alles entdeckt. Ja, gerade bei Rollenspielen sollte man das ja schon so machen, dass man so hoch nach Möglichkeit alles so erkundet.
Ich glaube nicht, dass du Foltest getötet hast. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung? Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer. Ah, wir können deine Leute schon. Du bist echt grausam. Ich finde die Helme neckisch mit diesen Flügelchen dran. So einen hatte ich ja tatsächlich mal in Dark Souls gefunden bei den Gargoyles. Da sind sie wieder. Was ist denn das für ein Zufall? Allerdings hatte ich da kein Schwert, das mir Schaden an Gargoyles macht. Und hat mich einige Nerven gekostet, der Endkampf. Ach, was machen wir denn? Und wir. Ich hatte keine... Was? Können ja unsere sofortige Tötung einsetzen. Das ist richtig. Wir sollten vielleicht aus dem Schwalbemann nehmen, wenn du vorhast, noch mehr zu kämpfen. Haftbefehl. Der Rappermann, Haftbefehl. Kennst du den? Nein. Bist kein Fan von Deutschrap? Ich ja auch nicht, kenne den auch nur von Bildern, die sich für ihn lustig machen. Aber insgeheim, wenn ich alleine bin, höre ich auch manchmal seine Musik. Das dachte ich mir. Du hast ja jeden Schund. Nein. Also. Lesen wir jetzt mal den Haftbefehl. Vielleicht rappst du den uns ja sogar vor. Nein. Nein? Nein. Wo ist er denn? Da hatten wir den nicht schon mal. Da haben jetzt zwei. Haben wir ja schon mal gelesen. Ja, das ist Haftbefehl gegen uns. Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Ein Glück haben wir den gefunden. Nicht, dass die Leute, die ihn vollstrecken wollten, getötet. Das wird unsere... ein Hund. Brauchen wir Hundeschmalz? Verschont den Hund. Also eine Bestie. Ist natürlich ganz schön fertig, der Ort hier, ne? Ja, niedergebrannt. Und dann nicht mal besiedelt von den Menschen. Machen sie ja sonst immer ihre Städte auf den Ruinen von den Elfenstädten bauen. Das ist die einzige Wahrheit, die ich aus Necrovision mitgenommen habe. Von diesem Handschuh. Er meinte, it's the human way. Kill what you cannot control. Ja. Eine sehr weise Aussage für einen Handschuh. Gut, es war so ein Magiehandschuh, der auch Feuerbälle machen kann und allerhand Unsinn. Aber fand ich nett. Die beiden da sehen, oder nee, ist ja nur einer. Der sieht auch nicht aus, als ob er irgendwas abkönnte. Ach nee, sind sogar drei. Sei gegrüßt. Die sind nicht feindlich. Sei gegrüßt. Das sind ja nur Leute, die hier wohnen. Die sind zu freundlich. Wieso? Die führen was im Schilde. Nein. Hey, Wachen, wir wissen was. Aber es ist wahrscheinlich auch jetzt gar nicht... Schleich dich durch oder lass dich verhaften, sondern lass dich verhaften oder töte alle auf dem Weg in den Kerker. Nee, ich glaube, wir können den Kämpfen auch entgehen. Aber wir mögen Nilfgaarder nicht. Zumindest sind sie mir sehr unsympathisch. Ich halte eher für den Norden.
Ich bin gegen alles, seit Siegfried tot ist. Das war der Einzige, der so ein bisschen Ordnung hereingebracht hat. Dann muss man auch mal drüber hinwegsehen, wenn man marodierend mit Mutantenkriegern durch die Straßen zieht. Oh, Schlüssel erforderlich. Mann, die hatte bestimmt einer von den beiden da. Silberring. Aber wir konnten überhaupt nichts verschenken an irgendwelche Damen. Wir haben Trist die Rose der Erinnerung geschenkt. Ja, aber nicht so Bestechungsgeschenke. Ja, das nicht. In Reihenform, wie immer. Tag. Meine Verehrung. Hallo? Ah. Ist das nicht Leto? Nee. Leto. Ach, was ihr nicht sagt. Ich arbeite nicht mit Zauberinnen. Das ist keine Aufgabe für mich. Was ist denn hier los? Wollt ihr euch schlagen? Die Kammer hat Duelle untersagt. Du kannst doch nicht einfach kneifen. Wir waren uns einig. Wir haben Verpflichtungen zu erfüllen. Du hast einen Vorschuss eingestrichen. Und den behalte ich auch. Steigt mir bloß nicht nach. Hexer Geralt, welch ein Anblick für die müden Augen. Können wir reden? Ich hatte nicht erwartet, euch wiederzusehen. Hier schon gar nicht. Lokmuin ist ein faszinierender Ort. Besonders für Wissenschaftler. Wir haben eine kleine Expedition unternommen und brauchen Schutz. Das sind doch die beiden, die uns den Trank gegeben haben, oder? Ja, für die Langzeitstudie, an der wir natürlich teilgenommen haben. Wie es sich auch gehört. Ja, worum geht's denn bei der Expedition? Ich habe nicht viel Zeit, also raus mit den Einzelheiten. Die Zauberin erklärt dir alles. Wir sind gerade auf dem Weg zu ihr. Ich kann nur sagen, dass es um Ebb Deahenna geht. Um sein Labor, um genau zu sein. Deahenna ist tot. Ach, ich denke, da können wir schon helfen, oder? Wir reden jetzt mal über den Trank. Erinnert ihr euch noch an den Trank, den ihr mir in Flotsam gegeben habt? Natürlich. Wie geht es mit dem Experiment? Hast du irgendwelche Nebenwirkungen bemerkt? Oder besondere Wechselwirkungen mit anderen Tränken? Ja. Immer wenn ich Schnaps trinke, kriege ich eine Haarzunge. Das gute alte Pappmaul. Was hat Deahenna in dieser Stadt gemacht? Von seinem Fluch der 1000 Genien hat jeder schon gehört. Aber kaum jemand weiß, dass er auch eine Vorliebe für die Geschichte von Lokmuin hatte. Besonders interessierten ihn die Vrans und deren Ende als Zivilisation. In seinen Erinnerungen erwähnt er, dass er sein Archiv hier gelassen hat. So konnten wir sein Labor genau lokalisieren. Das habt ihr geschafft? Die Zauberin hat es geschafft, um genau zu sein. Aber wir sind diejenigen, die alles über Ebb Deahenna wissen. Ich habe meine Dissertation über den Mann geschrieben. Um zum Labor zu gelangen, müssen wir die Kanalisation durchqueren. Da müssen wir auch hin. Ja, ich hätte denen auch so geholfen. Ja, ich auch, aber zwei nette Leute. Ich weiß einiges über Monster und über Zauberinnen. Wie heißt denn diese? Es tut mir leid, aber wir können ihren Namen erst preisgeben, wenn du mitmachst. Na dann, war nett mit euch zu reden. Cynthia, ihr Name ist Cynthia! Oh Gott, ein Flashback. Ja, wir helfen ihnen und dann töten wir sie, wenn wir sie sehen. Warum müssen sie denn jetzt töten? Ach, wir befragen sie über Philippa. Dann töten wir sie. Die hat überhaupt nichts getan. Sie ist eine Nilfgaarder Spionin und hat Driss eingesperrt in diesem Ding. Und das weißt du? Das wurde uns in dem Nilfgaarder Lager verraten. Na gut, dann töten sie. Philippa war sogar sauer, dass sie reingelegt wurde von ihr. Okay, dann töten sie natürlich. In Ordnung, ich helfe euch. Du wirst es nicht bereuen. Wo fangen wir an? Wir haben Zugang zu einer alten Krypta, in der Magier bestattet wurden. Sie liegt unter diesem Turm. Unsere Gefährten erwarten uns dort. Ja, und ich denke, wir sehen uns das in der nächsten Folge etwas genauer an. Genau.
Bis dahin.